EA Productions. EA Poe Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm. Heute die Sage von Gambara und den Langbärten. Als das Los geworfen war und der dritte Teil der Vinyler aus der Heimat in die Fremde ziehen musste, führten den Haufen zwei Brüder an, Ibor und Ajo mit Namen, junge und frische Männer. Ihre Mutter aber hieß Gambara, eine schlaue und kluge Frau, auf deren weisen Rat in Nöten sie ihr Vertrauen setzten. Wie sie sich nun auf ihrem Zug ein anderes Land suchten, das ihnen zur Niederlassung gefiele, langten sie in die Gegend, die Schoringen heißt. Da weilten sie einige Jahre. Nah dabei wohnten die Vandalen, ein raues und siegstolzes Volk, die hörten ihre Ankunft und sandten Boten an sie, dass die Viniler entweder dem Vandalen Zoll gäben oder sich zum Streit rüsteten. Da ratschlagten Ibor und Ajo mit Gambara, ihrer Mutter, und wurden eins, dass es besser sei, die Freiheit zu verfechten, als sie mit dem Zoll zu beflecken, und ließen das den Vandalen sagen. Es waren die Viniler zwar mutige und kräftige Helden, an Zahl aber gering. Nun traten die Vandalen vor Wodan und flehten um Sieg über die Viniler. Der Gott antwortete, »Denen will ich Sieg verleihen, die ich beim Sonnenaufgang zuerst sehe.« Gambara aber trat vor Freya, Wodans Gemahlin, und flehte um Sieg für die Viniler. Da gab Freya den Rat, die Viniler-Frauen sollten ihre Haare auflösen und um das Gesicht ein Bartes Weiße zurichten. Dann aber früh morgens mit ihren Männern sich dem Wodan zu Gesicht stellen, vor das Fenster gen Morgen hin, aus dem er zu schauen pflegte. Sie stellten sich also dahin, und als Wodan ausschaute bei Sonnenaufgang, rief er, »Was sind das für Langbärte?« Freya fügte hinzu, »Wem du Namen gabst, dem musst du auch Sieg geben.« Auf diese Art verlieh Wodan den Vinilern den Sieg, und seit der Zeit nannten sich die Viniler Langbärte, also Langobarden. EA Poe Productions.